Auf ein neues, Herr Vidian. Vielleicht könntet ihr mir noch eine Sache über den Arm erzählen. Für wie viel habt ihr ihn verhökert? Nee, ist mir egal. Also das ist wirklich vollkommen irrelevant. Ja. Wo lag er, würde ich sagen? Ja, wo lag er, als ihr ihn fandet? Und er war ja in die Luft gestreckt. Aber wo lag er, als ihr ihn fandet und wann fandet ihr ihn? Achso, wann? Na, wo erstmal? Wo, ja. Also nochmal, ihr habt den Arm auf dem Boden gefunden und der Finger zeigte nach oben. Ja, es war genau so. Ich habe ihn gefunden, also gehört er mir. Wenn ihr mich fragt, er zeigte genau Richtung Decke. Der Arm fiel also genau so, dass er aufrecht landete. In der Tat. Wie stehen eigentlich die Chancen dafür? Das erinnert mich an ein Rätsel. Schwupp! Juhu! Zeigt uns den Ort doch bitte auf diesem Übersichtsplan. Ich würde gern ganz genau wissen, wo ihr den Arm gefunden habt. Kein Problem, ich erinnere mich noch gut daran. Das war genau da. Der könnte jetzt dann zu Maya gehören. Sie meldet sich. Herr Lehrer, Herr Lehrer. Nun ja, nicht gerade überraschend. So ein Mist. Juhu. Schließlich ist es der Ort, mit dem wir alle gerechnet haben. Wenn es wirklich so war, dann stimmt hier definitiv was nicht. Oh. Schaut weiterhin, der hat angestrengt auf diese Skizze und ihr brennt noch ein Loch hinein. Oder aber... Das ist eine Superkraft. Denn weißt du, was Phoenix ist? Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Und der totale Schwachsinn, Mann, hat einen Laserröntgenblick. Wirklich? Nicht, dass ich wüsste. Ehrlich? Du wolltest doch nur nicht behaupten. Also ja, ehrlich, Was? Also ehrlich, ja, nicht, dass du wüsstest? Nein, wirklich nicht. Okay. Ihr wollt doch wohl nicht behaupten, dass irgendwo ein Widerspruch darauf zu... Entschuldigung. Ihr wollt doch wohl nicht behaupten, dass irgendwo darauf ein... Widerspruch darauf zu sehen ist, oder etwa doch? Nicht, dass ich wüsste. Dieser Arm ist das letzte Indiz, das von Professor Layton hinterlassen wurde. Selbst nachdem er in Gold verwandelt wurde, hat er versucht, uns auf etwas hinzuweisen. Mit seinem abgeschnittenen Arm? What the fuck? Und zwar auf den einen Schlüssel, mit dem wir diesen Fall lösen können. Nun. Werter Verteidiger, habt ihr ein Problem mit den Orten, die auf der Skizze massiert wurden? Massiert? Markiert wurden? Natürlich gibt es ein Problem. Wo denn? Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob er das zu Ende bringt. Professor Laytons Arm zeigte uns einen wichtigen Beweis. Seine Lage führt uns zu einem großen Widerspruch. Bumm. Nun, warum erleuchtet ihr dann nicht endlich das Gericht und zeigt uns diesen Widerspruch? Welcher Widerspruch entsteht durch den Arm des Opfers? Den Arm? Okay. Ja. Also jetzt mal ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, aber Layton stand hier. Der Arm lag dort, also ist dort so gefallen, dass er da... Soll ich auf Layton klicken?
Weil, meinst du wirklich, er kann seinen Arm dort platzieren? Meine Frage ist eher, kann er damit den Stab halten? Nee, sie hatte... Anders. Schmarrn, sie hatte den. Kann sie den darüber werfen, wenn der Arm... Ja, ach, keine Ahnung. Sie hat den Stab fallen lassen. Stand hier. Der Arm war hier. Jetzt ist die Frage. Wäre es möglich... Ich meine, die anderen haben ja gesagt, ja, okay, der Arm müsste da liegen, wenn Layton da gestanden hat. Aber ja. Wäre irgendwas mit Maya? Soll ich? Möglich. Ich versuch's. Wahrscheinlich sagt der Richter dann... Das ist der totale Schwachsinn, Mann. Der Widerspruch ist genau hier. Nun ja, was ist eure Meinung, Inquisitor Flamberg? Nö. Das ist der totale Schwachsinn. Das ist der totale Schwachsinn, Mann. Genau. Nun, wir haben damit den ultimativen Beweis. Was? Ah. Hä? Dass es einen Widerspruch gibt. Jedoch findet er sich nicht in der Skizze, sondern in diesem Saal. Boah, das war gemein. Fatality, Fatality. Ich war mir nicht sicher, ob du das machst. Ihr seid der Widerspruch, Herr Blaurock. Geht zurück in eure Bäckerei und backt erstmal kleine Brötchen. Was? Finish him! Ich glaube, Herr Flamberg hat damit, will damit sagen, dass dein Einspruch weder Hand noch Fuß hat. Oh. Aber natürlich könnte ich auch falsch liegen. Ah, ich hab's verstanden. Sophie, so dumm bin ich jetzt ja auch nicht. Flawless victory. Ja, für den Verteidiger. Flamberg wins. Ja, genau. Das nächste Mal muss ich besser sein, wenn ich mich nicht nochmal zum Affen machen will. Och, Mann. So, ich wende mich nicht von den Fakten ab und dennoch der Sonnenseite zu. Immerhin ist jetzt eine Möglichkeit vom Tisch. Nächstes Mal präsentiere ich gewichtigere Fakten. Was ist denn Sonnenseite? Meint der damit? Was ist mit dem Arm? Er zeigt nach oben. Die Tür, das ist ein Fenster? Sonnenseite, war das ein Tipp? Ich weiß es nicht. Wendet sich von den Fakten ab und... Da? Nein. Da kam Phoenix raus, aber ja. Was soll das mit irgendwas zu tun haben? Ich weiß es auch nicht. Soll ich einen Tipp nehmen? Ich will mal wissen, was es... Ich habe auch keine Ahnung, was sonst... Ich meine... Maya war's nicht. Layton? Lass uns nochmal überlegen. Wir haben jetzt rausgefunden, dass Layton seinen Arm verloren hat und er ist genau dahin gefallen. Ja. Und Phoenix sagt jetzt, dass das einen Widerspruch darstellt. Doch das Ding hier? Ich weiß echt nicht, was... Was könnte es ja, denn... Ja, oder ein Widerspruch mit Layton, weil es ja hieß, dass Layton ein Messer hatte. Vielleicht ist das der Widerspruch. Ja, aber das war ja irrelevant. Kein Messer halten kann, wenn er... Ist ja irrelevant. Das hat ja Flamberg schon gesagt. Nee. Irgendwas. Irgendwas sagt uns dieser Tipp bestimmt. Schauen wir mal. Oh, ja, okay. Ja, okay, also der Stab, der wäre das nächste gewesen, was ich für sinnvoll gehalten hätte. Oh, das ist gemein. Jetzt frage ich mich natürlich, wie die Dings dazu ist, die Begründung. Wenn es was mit Maya zu tun hat, dann. Dann denke ich dazu nur... Nein, warte mal. Dann würde ich sagen... Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Okay. Aber meinst du, dass es was mit Maya zu tun hat? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe keine Ahnung. Der Widerspruch ist genau hier. Das ist doch der Hexenstab. Schauen wir uns doch einmal die Abfolge der Geschehnisse an, wie sie von den Zeugen beschrieben wurde. Erst belegte die Hexe den Professor mit einem Zauberspruch und verwandelte ihn so in Gold. Als ihr alle zum Tatort eiltet, fiel die goldene Statue mit viel Getöse um. Danach hat die Hexe den Stab fallen gelassen. Worauf wollt ihr nun hinaus, Herr Blaurock? Alle Zeugen stimmen euch doch dazu.
Korrekt, sie sagen allesamt das Gleiche, doch da wäre noch der Arm. Oho, der Arm, das erleuchtet uns doch endlich. Nehmen wir doch mal kurz an, dass Maya tatsächlich die Hexe ist. Maya, da haben wir sie, voll unfair. Schauen wir uns nun den Übersichtsplan noch einmal an. Die Hexe hat den Stab fallen gelassen, nachdem der Professor in Gold verwandelt wurde. Der Stab fiel zu Boden. Ich sag doch, Maya. Das sind zwei Sachen. Das ist unfair. Na okay, der Stab lag dort. Ja, die Position des Stabes wäre sozusagen ungewiss. Mayas Position wäre aber immer noch nicht anders dadurch. Wenn sie wirklich da gestanden hat. Und das muss sie ja dann. Sie hat sich ja dann nicht mehr bewegt, denke ich mal. Na jedenfalls, und wurde der Anklage zufolge hier gefunden. Da gibt es nur ein Problem. Dies ist unmöglich. So kann es sich auf keinen Fall zugetragen haben. Oha, ihr habt ja recht. Ja, das ist richtig. Flamberg denkt, war der Arm, er war... Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Ja, das denkt er. Schön, dass ihr es auch bemerkt habt. Der Arm des Opfers war hier auf dem Boden, genauer gesagt, er stand dort. Und deshalb kann der Stab nicht so liegen geblieben sein. Und das bedeutet, dass die Angeklagte unmöglich die Person gewesen sein kann, die den Stab fallen gelassen hat. Daraus schließen wir, Maya ist nicht die Hexe. Boom. Oh Mann, du brauchst aber auch lange, ich mach das mal. Moment, ich kann das ja auch so... Fatality. Ja, dann ich muss das immer manuell mit der Maus aussuchen. Ich glaube, ich muss dir dann auch mal die Speicherdatei dazu schicken und das Programm, damit du das üben kannst. Aber jetzt mal ganz im Ernst, weißt du, was ich mir jetzt wirklich denke? Ja. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Wieso? Wieso kann der Stab nicht so liegen geblieben sein? Tja, keine Ahnung. Ich meine, es ist ja nicht so... Sie könnte ihn ja auch ein bisschen so drüber... Ja, sie könnte ihn noch drüber. Ja. Ja. Eben. Ja. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Wie kann es angehen, dass die Beweisführung der Inquisition durch einen einzigen ungewöhnlichen Beweis gegenstandslos wurde? Nennen wir es Leightons magisches Gespür. Der Professor opferte seinen Arm, um uns einen Beweis zu geben, der diesen Prozess auf den Kopf stellt. Aber wie soll der das denn machen? Hat er den sich erst abgeschnitten? Mit einem Messer. Ahnung. Mit einem Messer hat er sich den Arm... Das ist der totale Schwachsinn, Mann. Ja, eigentlich schon. Oh Mann. Nein, das ist einfach nur... Köstritzer Schwarzbier. Oder das ist... Das ist der Mario! Was hast du da? Mein Sound ging gerade unter. Juhu! Okay, weiter. Prozess auf den Kopf stellt, okay. Nicht auf den Arm nimmt. Der Prozess wurde die ganze Zeit erst auf den Arm genommen. Jetzt wird er auf den Kopf gestellt. Prozess wurde auf den Arm genommen. Ausgezeichnete Arbeit, Phoenix! Professor! Oh, ja, Randall. Eine bewundernswerte Schlussfolgerung, Herr Blauhock. Dies kann und werde ich nicht leugnen. Juhu! Selbst wenn wir annehmen, dass eure Beweisführung korrekt ist und die Dame im Käfig keine Hexe ist. Wen war ich nochmal, wenn ich... Achso, selbst wenn? Ich hatte aber jetzt den... Ich wollte jetzt auf Derringer. Beziehungsweise Vidian, den ersten Vidian, von der GmbH. In all den Prozessen, denen ich beiwohnen durfte, habe ich eine Eigenart von Magie gut kennengelernt. Sie verwirrt Menschen, sie benebelt sie. Sie benebelt die Sinne. Und sie macht Erinnerungen schemenhaft. Niemand vermag sich diesem unerträglichen Einfluss der Magie zu entziehen.
Was wollt ihr damit ausdrücken, mein Herr? Dass wir im Grunde niemandem glauben können. Achso, ja, Gar nichts. Der Stab kann so nicht auf dem Boden liegen geblieben sein, wenn der Arm im Weg war. Mhm.